Willkommen Leute zu einem neuen Part Super Mario World. Tja, wir haben in der letzten Part die Sternwelt geschafft und jetzt kommt die Special World. Tja, und während die Sternwelt nur so ein bisschen Pille-Palle war, ist die Special World leider scheiße schwer. Es fängt an mit dem Level Extraordinär. Okay, was haben wir hier? Erstaunlich, nur wenige kamen bisher. Vor dir liegt die Special Welt. Da muss ich gleich rülpsen, du. Erforsche sie komplett und du erlebst eine echte Überraschung. Viel Glück. Echte Überraschung? Hä? Und komme ich nicht durch? Na, das ist schon mal eine Überraschung hier. Ach, ich liebe es. Ich liebe es einfach. Ganz ehrlich, jeder, der behauptet, dieses Spiel hätte keinen guten Soundtrack, der lügt. So, ich wette, wir müssen das da noch öffnen hier. So. Oho, nur ein One-Up. Hallo? Betrug? Mein One-Up hat sich in Luft aufgelöst. Ja, komm, spring da hoch jetzt. Waffe. So. Okay, aha. Was haben wir denn hier? Nichts. Okay. Moment mal. Sag mir nicht, dass es da irgendwie so ein Geheimnis gibt. Und... na, sieht ein bisschen aus. Was ist das schon wieder für ein komisches Level, ne? Richtig seltsam... lol. So richtig seltsam, lol. Ja, genau. Nein, so ganz komisch vertikal wieder irgendwie. Und warum sollte ich den P-Switch aktivieren? Ach, spring da hoch jetzt hier. Mensch, ey. Verstehe ich jetzt nicht. Ah, hier oder was? Ja, sonst komme ich da ja nicht hoch, ne? Huah! Und jetzt? Aha. Ey, wenn ich die Münze eingesammelt hätte, hätte ich mich umbringen müssen, oder was? Das ist nur ein One-Up? Echt? Ja, geil. Jetzt langsam runter. Wie soll ich in die Röhre rein? Jetzt habt ihr jetzt. So. Ne, mal ehrlich, wie soll ich in die Röhre reinkommen? Hä, wie soll das gehen? Keine Ahnung. Vielleicht will die mich auch nur foppen. Nummer 4, Nummer 5. Ich weiß nicht, was ihr habt. Mir geht's wunderbar. Ich habe alles. Jetzt würde ich nur gern sicher landen und das sieht gut aus. Oh, was ist denn hier los? Hä? Was zum Geier? Ich... nehme den einfach mal mit hier. Oh ja, wahrscheinlich. Ja Leute, seid mal nicht so krank hier. Bitte, ich will auch nur... Puh, das ging doch gut. 5 Yoshi-Coins, 50 Leben. Wunderbar, 50 Punkte. Nein, 60. So, 38 bis 22, nicht 50. Und Geheimausgänge gibt es nicht. Sehr gut. Exzeptionell. Das Wort kenne ich nicht. Nee, ehrlich, das Wort habe ich noch nie gehört. Ach du Heilige, nein, sag mir nicht, das ist voll mit diesen Springbrüdern, Chuck Norris Leuten hier. Wahnsinn, wahrscheinlich ist es genau das. Voll mit diesen Autos, ja, ich wusste es. Ich muss natürlich jede Röhre einzeln überprüfen, weil irgendeine bestimmt völlig random irgendwo reinführt. Ich kenne doch mein Glück. Okay, das war fail. Also auch noch ein P-Ballon. Ich kann mein Glück kaum fassen. Hört ihr es, Leute? Ich kann es nicht fassen. So, tschüss. Piss dich. Du Vollotto. Oh, jo, wahrscheinlich. Oh mein Gott, wie soll ich denn da durchkommen? Jo, Leute, das ist schon das, was ich angesprochen habe. Die Schwierigkeit. Ja, Dummheit spreche ich dann als nächstes an. So macht man das. Easy. Motherfucking peasy. So, bitte einmal da durch. Oh, da ist nichts. Hoi, hoi, hoi. Was haben wir hier? Noch ein P-Ballon. Alter, wer gerade ausge... Yo, spuck, du Lappen. Wird das heute noch was hier?
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin doch gleich tot. 100 Euro. Ja, ich bin am Arsch. Irgendeiner dieser Dinger wäre einer drin gewesen. Wow, okay, wir müssen uns merken, die Venus-Fliegenfalle da. What the fuck? So, die Venus-Fliegenfalle da. Was mache ich? Ich lebe noch, irgendwie, aus welchem Grund auch immer. So. Kann ich mal aufhören zu spielen wie ein Behinderter? Ich spiele so, als hätte ich das Spiel gerade zum ersten Mal in meinem Leben angefasst. So, scheiß drauf, komm, nerv nicht, du Lappen. Danke, danke. Ja, nimm. Ja, nimm, mein Hündchen. So, Nummer 2. Ark. Oh, jo, wahrscheinlich. Oh, Gottes Willen. Nimm ihn noch. Ah, Mario, du Vollauto. Ja, jetzt lohnt sich, dass wir die ganzen One-Ups die ganze Zeit gesammelt haben, denn hier werden die verbraten wie Brutzelwürste beim Grillen. Oh ja, geil, Mann. Ich sollte aufhören, so einen Scheiß zu labern, denn dann kriege ich wieder Hunger. Wer kennt das nicht? Redet man wieder über Essen, dann kriegt man wieder Hunger. Es ist ein Teufelskreis. Ich finde es so cool, wie die Musik auch so lasziv wird. Gerade ein Millimeter ausgewichen und schon kriege ich die Quittung. Ey, das Level ist nicht schwer. Ich stelle mich nur extrem dämlich an. Also eigentlich alles wie immer. So, ja, dann machen wir das doch mal. Guck mal, ja, guck mal, ein bisschen Kohle. Oh, wunderbar, wunderbar. Und dann nehmen wir uns diesen P-Ballon hier und dann lassen wir uns nicht von diesen Baseball-Böllen, alles klar, treffen. Ich drücke auch die ganze Zeit immer A, obwohl ich das nicht muss, ne? Das ist, Kunst. So, ja, ihr Venus fliegen fallen hier oder wie auch immer ihr heißt. Oh mein Gott! Wow. Okay, Leute, da unten ist einer drin. Der Flieg! Nimm ihn! Nimm ihn doch, du Asslack! Oh, du verfluchter Idiot! Kannst du nicht ein bisschen schneller fliegen, du Fettsack? Ja, er dreht völlig am Rad. Oh mein Gott, ist das langsam. Dieser verfluchte Rückstoß, ne? Komm, ja, nimm. Wahrscheinlich hat mich der linke kleine Zeh berührt. Hm, ja. Kommst du mir weniger drohen, mein Freund. Du musst auch nicht so die ganze Zeit Humble-Männer machen, ne? Irgendwie müssen die ihre Figur hier halten. Trotzdem. Kein Fan. Kein Fan. Okay, Guys. Wir haben doch schon 3 Yoshi-Coins. So schwer kann der Rest doch nun echt nicht sein. Komm, wir fliegen oben rum. Siehst du, das geht, weil wir haben Skill. Weil wir haben Skill. Okay. Und Zeit gespart. Wir sind gut in der Zeit. Wir sind gut in der Zeit. Und der kickt da jetzt seinen Ball hin. Wir geben den Fick drauf. Oh mein Gott. Immer noch nichts, immer noch nichts. Da ist die letzte Yoshi-Coin. Scheiß drauf. Tempo, wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Da ist das Ziel. Yeah! Mario sieht das eh nicht. Holy moly. Aber wir haben es geschafft. Mit allen 5 Yoshi-Coins. Exklusiv. Na, na dann, was kriegen wir denn hier exklusiv? Auf die Schnauze? Oh nein, oh nein. Hier wieder irgend so ein Rätselraten mit Yoshi-Coins. Vermutlich! Oh ja. Ich glaub's ihm das Lied nicht. Egal. Ich hüpfe einfach an alles, was mir begegnet hier. Weil ich dann hoffe, zumindest nicht zu sterben. Das wäre jetzt Ziel Nummer 1. Überleben. Wo fahren wir unten lang, weil sonst fahren wir im Kreis. Wow. Eine einzige Yoshi-Coin soll da gewesen sein. Ich traue dem Braten nicht. Aha. Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich diese Yoshi-Flügel wieder hier, oder? Wahrscheinlich! Oh mein Gott, habt ihr gelitten? Ja, haben sie sowieso. Aber... Oh.
Holy shit, ich lebe. Ja! Boah. Fuck, fuck. Nein! Ah, halt mich fest, du Schwachkopf! Fuck. Scheiße. Darf ich den ganzen Müll von vorne machen? Boah, diese Kettensäge jedes Mal hier, ne? Jesus. Wow. Ja, komm. Ernsthaft jetzt. Wo fahre ich überhaupt lang? Ja, in den Ton. Okay. Also komm, einfach gegen alles gegenhüpfen, was dir begegnet, dann fährst du eine sichere Schiene. Sehr gut. Ich habe dich nicht vergessen, mein Sägchen. Okay, nein, ich hab's verpasst. Ich bin so ein Genie. Fuck, nein, ich fahr schon wieder den Tod. Sag mal, bin ich denn dement? Ich wäre so gern ein Held. Gefeiert, ein Held, yeah. Warum spielt in jedem Level eigentlich diese Musik? Die will doch einen gezielt abfucken, oder nicht? Muss so sein, ansonsten kann ich mir das nicht erklären. Wow, also das oben langfahren sogar gar nicht mal falsch. Sondern richtig. Und hier gehen wir den Weg, der ohne Fuzzies ist. Und noch eine Yoshi-Coin und ich lebe. Huh, Glück gehabt. Geil, jetzt haben wir schon drei. Eben hatten wir einen an der gleichen Stelle. So, Concentration bitte. Danke. Wunderbar. Ja, genau so wollte ich das sehen. Alles geplant, Leute. Alles Teil eines großen Plans. Den ihr Tumpengemüter natürlich nicht durchschauen könnt. So, fahr. Du Waffe. Runter, runter, runter. Hoch, hoch. Ja, runter. Nein, was? Oh. Ja, nie. Was? So geil, ich war noch ganz oben. Wie kann der Typ mich treffen? Geh in deine Hause hier. Fliegste Scheiße hier. Alle Scheiße. Ja, wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich bin ich daneben gesprungen. So. Schon wieder zwei kleine Fuzzies verliefen sich im Wald. Dort war es finster und auch so bitter geil. Schnapp sie dir, yeah! Schnapp sie dir alle! Ach ja, hier zum x-ten Mal die Yoshi-Flügel und jedes Mal hoffe ich immer wieder, dass da ein Power-Up drin ist. Aber jedes Mal werden mein... Betrug! Yoshi-Coin Nummer 1. Ein Pilz, bitte. Den würde ich jetzt gerne mitnehmen. Danke. War doch gar nicht schwer. Jetzt fahren wir 2 hoch. Und nehmen uns Yoshi-Coin Nummer 2 mit. Siehste, easy peasy. Und verkacken. Aber egal, es ist nicht schlimm. Wir haben noch unser Power-Up und wir haben 3 Yoshi-Coins. Also alles, wie es sein soll. Sehr gut. Jetzt kommt der schwierige Teil. Diese dämliche Athletik-Passage. Und ich bin ja doch mal ohne Gegentreffer durchgekommen. Was zum Fenker? Was zum Fenker? Ist hier los? So, fahr! Danke. Runter. Hoch. Runter. Hoch. Irgendwie überleben. Nochmal irgendwie überleben. Nochmal. Und nochmal. Wir haben eine Yoshi-Coin übersehen. Willst du mich verarschen? Nee. Nee, quit, ganz ehrlich. Ich quit das Game hier. Es reicht. Ich gehe nach Hause. Als nächstes kommt extrem. Ich
reihere gleich mein Frühstück hier hin. Nun denn, extrem steht also im nächsten Part an. Wunderschön. Das wird dann vermutlich ein extremer Part. Und es sind insgesamt noch 5 Level, Leute. Da haben wir es geschafft. Cool. Ja, das war's von dem Part. Bis zum nächsten. Ciao.